Ihr könnt neue Helden im Modus Üben freischalten. Okay, cool. Packung öffnen. Öffnet eure Packung. Wieso soll ich meine Packung auspacken? Um eurer Sammlung Karten hinzuzufügen. Okay, gucken wir mal in meine Sammlung rein. Hier könnt ihr euch ein eigenes Deck mit euren Lieblingskarten zusammenstellen. Na ja, cool. Dann fangen wir auch direkt mal an und stellen uns ein neues Deck zusammen. Wählt euren Helden. Magier. Wählen? Ja, danke. So. Was haben wir hier oben? Zauber und das hier sind Kreaturen, ne? Okay. Was war denn gerade geil? Okay, Arkanexplosion war super. Die nehmen wir erstmal zweimal rein. Den Rand einer Seite an, um eure Kartensammlung durchzublättern. Okay, maximal zwei pro Deck. Okay, zieh zwei Karten, war auch cool. Okay, ich denke, wir haben so wenig Karten, wir müssen erstmal alles reinpacken. So. Hier haben wir noch die Ellenbogenschützin. Verursacht einen Schaden, Kampfschrei. Okay, das heißt, wenn sie in den Kampf tritt, genau, dann wird die Karte... Dann passiert das. So, er hier wäre richtig cool, der Spotty. Okay, anscheinend haben wir alles zweimal. Grimmschuppen-Orakel. Alle anderen Murlocs haben plus einen Angriff. Ich habe doch nur einen anderen Murloc. Das lohnt sich ja nicht. Obwohl, der kostet auch nur einen. Ach nee, ich habe doch noch mehr. Der Blaukiebenkrieger ist ja auch ein Murloc. Schön. So ein Murloc-Deck, das ist natürlich der Hammer. Komm, wir packen die Murlocs hier alle rein. So. Mal gucken, was packen wir noch rein. Wir haben momentan 16 Karten im Deck. Wir haben den Frostlukus, den Frostwolf, Grunzer. Na, Grunzi. Grunzi. Aber der hat Spott, das gefällt mir gut. Wir haben noch den Kobold-Geomanten. Hier sind noch mehr Murlocs. Ruft einen Murloc-Speer herbei. Ja, nice. Komm, wir bauen jetzt mal ein richtiges Murloc-Deck. Haben wir noch mehr Murlocs? Ich gucke erstmal. Wo kommen diese ganzen Karten her? Was haben wir denn hier alles? Jägerin der Klingenhauer. Ein einziges Mal hat sich jemand mit Zahna einen Spaß erlaubt. Und das war das letzte Mal. Seelengebunden. Basiskarten können weder hergestellt noch entzaubert werden. Okay. Wir haben den Magier von Dalaran. Zauberschaden plus 1. Dalaran war ja die Hauptstadt aus The Burning Crusade. Ist das so? Stimmt das so? Ich glaube. Ja, ich glaube, Dalaran war die Hauptstadt von Burning Crusade. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube. Magma-Wüter hält sich noch immer für ziemlich mächtig, doch eigentlich kann heutzutage jeder den geschmolzenen Kern im Alleingang bewältigen. Ja. Molten Core, oh, ich weiß noch, erster Raid Molten Core, ne? Ey, oh, damals hieß das ja alles noch, hat das ja noch die englischen Namen gehabt. Das war so geil, ganz am Anfang von Molten Core, das war ja noch 40er Raid damals, ne? Also 40 Leute und wir waren, glaube ich, keine Ahnung, 35 Leute oder so. Alle MTS, ne? Total abgefreakt und es gab wirklich die ersten beiden Gegner im Molten Core in der Instanz, der ersten 40er Raid Instanz, waren so zwei Riesen, die man gleichzeitig downschießen musste. Also die durften nicht, der eine musste, sie mussten innerhalb von 5 Sekunden so sterben und innerhalb von 10 Sekunden mussten die zusammen sterben. Nicht hingekriegt. Ganzen Abend dran gestorben. Weil wir es einfach nicht hingekriegt haben, die gleichzeitig platt zu machen. Das war so schlecht. Und dann später, ey, da hättest du darüber gelacht, wenn du gleichzeitig down machen musst, Alter, das war später sowas von easy. Aber damals war das echt schwer, so im ersten Raid. Also wir brauchen auf jeden Fall den Schlachtzugsleiter, der ist richtig cool. So, haben wir noch mehr Murlocs? Ich will mehr Murlocs. Ich gucke erstmal, ob es noch mehr Murlocs gibt. Ich hoffe, ihr könnt das hier auch alles vernünftig lesen. Ich hoffe es, weil diese Karten groß machen, nervt hier irgendwie. So, ich brauche mehr Murlocs. Wo kommen denn überhaupt diese ganzen Viecher her, ey? Herr der Arena, Spott, Zauberschaden, Goblin-Wächter. Ich habe keine Murlocs mehr. Schade. Okay, wir haben 20 von 30 Karten. Hier sind noch so ein paar fette. Okay, wir haben hier 1, 1, 1. Wir haben den Fußsoldaten, den Goldhain. Wir haben das Grimmschuppen-Orakel, der ist auf jeden Fall cool. Und den Murloc-Räuber. Das heißt, wir haben drei Karten mit 1.
Wir haben mit 2 haben wir die Arcane-Explosion. Nett. Den Blaukiemenkrieger, auch nett. Den Murloc-Gezeitenjäger ruft einen Murloc-Speer herbei. Okay. Das heißt, das haben wir, sind so kleine Karten, mit denen wir schnell Damage machen können. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier besser ist. Große Karten, kleine Karten. Ich glaube, hier sind fast große Karten besser. Okay, Arcane Intelligenz. Ziehe 2 Karten. Können wir erstmal drin lassen. Der Schlachtzugseiter ist richtig geil für 3. Für 4 haben wir den Feuerball und die Verwandlung. Kernhundis gibt es hier auch. Nett. So, jetzt machen wir erstmal mit Kreaturen weiter. Gehen wir nochmal zurück. 3 haben wir ja alles schon. Jetzt brauchen wir welche mit 4. Kampfschrei, ein Effekt. Okay. Den Drachling. Was? Drachling-Mechanikerin? Kampfschrei ruft einen mechanischen Drachling 2-1 herbei. Den Eiswind-Yeti mit 4-5. Die gnomische Erfinderin zieht eine Karte. Nö. Oasenschnappkiefer. Wildtier. Der Ogermagier. Zauberschaden plus 1. Nö. Ritter von Sturmwind. Ah, oh, nett. Der Ritter von Sturmwind hier. Die ganze Sache mit... Na, hier klingt schon wieder mein Handy. Ja. Nee, ich nehme hier gerade auf. Jetzt mach ich mal weg. Nee. Immer der Aggressor. So. Ritter von Sturmwind. Welchen nehmen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall einen mit 4. Ich glaube, der Schildmeister von Saint-Jean, er hier, ich glaube, der war ganz cool, weil der Spott hat. Und Spott hat mir gefallen. So, jetzt brauchen wir noch ein Vieh mit 5. Dunkelschuppenheilerin stellt bei allen gefreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Der Frostwolf-Kriegsfürst erhält +1/+1 für jeden anderen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld. Oh, er ist natürlich cool, ne? Er wäre natürlich cool, der Frostwolf-Kriegsfürst. Goblin-Leibwächter 5-4 Spott. Grobashi-Berserker erhält jedes Mal +3 Angriff, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Okay, krass, der ist auch geil. Aber Karten, die nicht sofort was bringen, sind ja immer so. Ne? Fügt dem feindlichen Helden 3 Schadenspunkte zu, die Nachtklinge. Ich glaube. Was ist immer. Was, die Sturmlanzenkommando. Kampfschrei verursacht 2 Schaden. Okay, die kann man dann selber zuteilen, ne? 4-2. Ha. Ich glaube, wir testen mal den Gurobashi Berserker aus. Ich habe mir da zwar meine Zweifel, dass der so richtig abgeht, aber... Okay, jetzt brauchen wir noch welche mit 6. Hier so richtige Fette brauchen wir jetzt. Hier 7 Mana, 6-6. Alle anderen Diener haben +1/+1. Oder doch lieber Kernhund. 9-5. Ach, die Kernhundis, die waren auch so richtig geil. Die musste man auch gleichzeitig down bringen. Die Kernhundis. Später hat sich dann der Tank da die alle geholt, hat sich dann da reingestellt und dann wurde da nur AOE drauf gemacht. nur so Feuerregen und Blizzard drauf gemacht, das war richtig geil. Am Anfang waren die so schwer, ey. So, wir nehmen auf jeden Fall Kernhundi. Nehmen wir ihn nur einmal, ich weiß nicht. Wir könnten auch noch einen mit 6 nehmen. Vielleicht den Herrn der Arena. Oder lieber die irre Raketenschütze mit 5-2 und Ansturm. Weiß ich nicht. Unser Deck sehr schnell. Ich glaube, unser Deck ist relativ schnell. Deswegen nehmen wir auch mal die irre Raketenschütze noch mit rein einmal. Und noch ein paar Zauber. Ach, wir haben schon alle Zauber, oder? Ach, nee. Doch. Wir haben noch nicht so viele Zauber. Okay. Arkane Geschosse verursacht 3 Schaden, der zufällig auf feindliche Charaktere verteilt wird. Für einen Mana ist das natürlich nicht schlecht, aber lohnt sich das? Lohnt sich das? Probieren wir einfach mal aus. Wir nehmen nochmal die Arkanengeschosse mit rein. So, das heißt, wir können sogar noch zwei Viecher noch mit reinnehmen. Wollen wir noch ein paar Fette mit reinnehmen?
Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Vielleicht irgendwie so ein Vierer oder Fünfer. Ich glaube, da haben wir noch nicht ganz so viel. Ich glaube, da könnten wir noch ein bisschen was machen. Ich glaube, bei den Dreiern könnten wir noch was machen. Oder lieber bei den Vierern. Komm, wir nehmen lieber noch einen Vierer rein. Frostwolf-Kriegsfürsten. Hält +1/+1 für jeden anderen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld. Da wir viele kleine haben, lohnt sich das. Das Deck sieht solide aus. Probiert es doch einfach mal aus. Danke, werden wir tun. Okay. Mein Magier heißt das Deck. Kann ich auch einen anderen Namen geben? Ah, da. Was geben wir ihm denn für einen Namen? Ich glaube, wir nennen es Murloc. Murloc. Wird Murloc überhaupt so geschrieben? Ich glaube, Murloc. Schreiben wir lieber so. Oder? Murloc. Okay, ohne K. Murloc. Alles klar. So, schön. Jetzt haben wir uns unser erstes Deck zusammengestellt. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Und wollen wir direkt gegen einen ebenbürtigen Gegner spielen? Auf jeden Fall, ne? Komm. Wir machen hier doch kein Üben, Alter. Üben ist doch hier wirklich für Anfänger. Neue Quest Feldversuch. Schließt ein Spiel im Modus Spielen ab. Ja, das schaffen wir gerade noch. Auch falls wir verlieren. So, mein Magi... Ich hab's doch gerade in Murloc umbenannt. Joiner Prachtmeer. 10 von 20 Basiskarten erhalten. Okay. Los geht's. Gegner wird gesucht. Ihr werdet gegen einen Spieler antreten, der euch ebenbürtig ist. Okay, Blizzard ist ja bekannt dafür, dass sie gutes Matchmaking in ihren Games haben. Deswegen hoffe ich, dass das hier gut funktioniert. Würdiger Gegner. Danke. Jaina. Da die Beta hier gerade losgeht, spielt ihr wahrscheinlich die ganzen Abend nur Jaina gegen Jaina. Murloc Zeitjäger, kann Explosion und Verwandlung. Wenn ihr einige der Karten nicht mögt, könnt ihr sie austauschen. Ich glaube, wir tauschen die Verwandlung mal aus. Ersetzt, okay. Bestätigen. Der Schildmeister, okay. Okay, anscheinend kann man die Karten am Anfang immer so einmal austauschen. So, und wir haben den Murloc Grimmschuppen-Orakel. Alle anderen Murlocs haben +1 Angriff. Alles klar. Hallo. So, fertig. Kann man denn irgendwie chatten? Okay, nur mit seinen Freunden. Wieso habe ich denn keine Freunde? Immer habe ich keine Freunde. Arkane Intelligenz, die zwei Karten. So, Murloc Gezeitenjäger. Ruft einen Murloc +1/+1 herbei. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Dann haben wir schon ordentlich Murlocs am Start. Und die haben jetzt ja auch alle +1/+1, ne? So. Schee. So, wir machen jetzt erstmal einen Schaden auf sie. Und fertig. Eine dicke Murloc-Action machen wir hier. Sorry. Wilson dreht durch. Wilson dreht durch. So, Jaina bracht mehr. Was machst du hier, ne? Du hast schon wieder so viele Karten auf der Hand. Flusskroko. 2, 3. Und er greift uns an, okay? Euer Zug. So, wir könnten Arkane Intelligenz machen. Arkane Explosion, meine ich. Oder Arkane Intelligenz. So, da können wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was töten. Können wir ihm aber auch irgendwie so... Ich denke, wir machen erstmal... Doch, da kommt mal dieser 3-1er, der nervt mich. Deswegen machen wir jetzt erstmal keine Explosion. Und jetzt müssen wir ihm noch seinen komischen Schnappi hier töten. Schnappi! So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Map überlegen halt. Können hier draufhalten. So, schön.
meine Erfindung. Der Ingenieurslehrling zieht eine Karte. 1-2. Lahm. Lahm. Na, Jaina? Janaina? Was machst du? 0. Erhaltet einen Mana-Kristall nur für diesen Zug. Okay. Er kann Explosion. Naja. Frech. Frechdachs. Frechdachs ist das. Okay, wir haben auf jeden Fall ordentlich Arcane Intelligenz. Aber ich denke, wir spielen erstmal den Spotter. Das Dingo! Ja. Das Dingo, Baby! So, jetzt haben wir den Spotter, das heißt, er muss ihn erstmal angreifen. So, was haben wir hier für Sachen? Plong! Plong! Arcane Intelligenz. Kann ich hier was machen? Plup, plup, plup. Alter, das Ding kann ich drehen, auch das finde ich gut. So, er hat nicht angegriffen, oder was? Nee, hat er nicht. Okay, wir könnten die Arkan-Geschosse machen. Ich denke, das machen wir auch. Aber erstmal spielen wir auch die Arkan-Intelligenz. Gurubashi-Berserker, da ist er ja. Okay, das heißt, wir können auch die Arkan-Geschosse spielen. Verursacht 3 Schaden, der zufällig auf feindliche Charaktere verteilt wird. Okay. Und den Spotty haben wir noch. Spotify. Spielen wir doch zuerst mal ihn. Einsatzbereit. Und noch die Arkanengeschosse. So, und wir greifen jetzt mit ihm an. Bam. So, das war's von unserer Seite erstmal. Momentan sieht's noch ganz gut aus, aber er hat deutlich mehr Karten auf der Hand als wir. Was mir gar nicht gefällt. Aber wir haben immer noch eine Verwandlung. Und gleich den Gurubashi-Berserker. Und noch einen Kartenzieher. Bereit zum Ausritt. Okay, Wolfsreiter, 3-1 Ansturm. Mit ihm muss er jetzt ja auf jeden Fall was machen. Greift er den Fetten an? Er greift ihn an. Okay. Verursacht 1 Schaden. Hat er echt auf den gemacht? Wie sind das denn? Okay, wir ziehen ja durchgehend Verwandlung. Sind wir hier ein Schaf? So. Was machen wir? Spielen wir den Gurubashi Berserker? Ich denke ja. Er hat jedes Mal 3 Angriffe, wenn dieser Diener Schaden zufügt. Wir können ihm auch selber noch Schaden zufügen. Das war nicht diese Runde, aber immerhin später. Oder wenn er Schaden zufügt. Also wie dieser den der Schaden erleidet, ja, alles klar. So, wir haben zwar noch einen Mana übrig, aber können wir nichts mitmachen. Wir haben auf jeden Fall dicke Brummer draußen, was mir gut gefällt. Das gefällt mir ganz gut, aber er hat einfach richtig viele Karten. Und 7 Karten auf der Hand, wir haben nur 3. Ah! Was machst du, Jaina? Sieht man hier eigentlich... Ach, da oben ist der Name von dem Gegner. Wakampo. Verwandelt in ein Schaf. Ist ja wieder toll. Okay. Große Kreaturen hier drin zu haben, ist vielleicht nicht so klug, wenn alle Leute hier so viel Verwandlung auf der Hand haben. Deswegen, glaube ich, ziehen wir erstmal Karten und dann den Murloc hier, ne? Den können wir auch spielen. Und die Arcane-Intelligenz. Okay, machen wir das doch. So, Arcane Intelligenz auch noch. Oh, noch mehr Murlocs. Schön, schön. Er hat sogar Ansturm hier. Nett. Machen wir doch hier erstmal Bam und Bam. Nett. Ordentlich Murlocs am Start. Ich hoffe, er soll mal was Fettes rausbringen. Ich will mal eine Verwandlung spielen. Vielleicht müssen wir die Fetten nochmal rausnehmen aus unserem Deck oder andere Fette, die auch sofort einen Effekt haben. Mal gucken. Ich frage mich, ob... Ja, ich frage mich auch, ob wir dieses Spiel gewinnen. Sollten wir direkt unser erstes Spiel gewinnen? Ich würde jetzt am liebsten einen Damage Cast ziehen. Dass wir ihm nochmal so richtig Feuer unterm Hintern machen können. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. 3 Schadenspunkte auf den feindlichen Held. Das ist ja nicht so nett.
Frechdachs. So, cool. Der ist ja jetzt genau richtig. Der ist ja jetzt genau richtig. So. Und... Ah, vielleicht hätten wir den nicht spielen sollen. So. Bumm. Bumm. Und bumm. So. Das heißt, er muss uns jetzt töten, diese Runde. 23 Leben muss er uns wegmachen. Sieht ganz gut aus für uns. Vulkanexplosion. Okay. Und den Feuerball. Haben wir nur noch 17, aber er hat nur noch 2 Mana. Was machst du mit deinen 2 Mana noch? Einmal kann er den Feuerball noch machen. Auf den 5-1er, ne? Hm. Jetzt greift er mit ihm noch an. Okay. Auf jeden Fall nicht schlecht gemacht von ihm. So, wir haben die Arkanengeschosse. Okay. Spielen wir noch die zuerst mal. So, und unseren Feuerball zum Schluss. GG. Ah, hat ja genau gereicht. Schön. Sieg. Unser erster Multiplayer-Sieg. So, was ist das da unten für Krönchen? Anscheinend können wir 3 Krönchen gewinnen und dann kriegen wir 10 Gold oder so. Okay, wir sind Level 2. Profi-Packung erhalten. Schließt ein Spiel im Modus Spielen-App. Cool. Belohnung. Magier. 2 von 10 Karten freigeschaltet. Wird durch das Erreichen der Stufe 2 als Magier freigeschaltet. Okay. Frostblitz haben wir gekriegt. Schön. Neue Quest. Der Duellant. Spielt 3 Spiele im Modus Spielen. Machen wir doch. So, hier sind erstmal unsere Decks. Ist irgendwas passiert? Eigene Decks. Basisdecks. Eigene Decks. Okay, ich wollte das Deck nochmal ein bisschen anpassen. Erstmal machen wir hier Packung auf. Eine schöne Packung. Bam, bam. Also spielt wirklich dieses... Hier sieht man so einiges. Wache von Silbermond. Gottesschild. Alle Klassen. Was? Gottesschild. Wenn diesem Diener das erste Mal Schaden zugefügt wird, wird dieser Schaden ignoriert. Okay. Cool. Beutehamsterer. Todesröchel. Zieht eine Karte. Selten. Geist der Ahnen. Wählt einen Diener aus. Wenn dieser Diener vernichtet wird, lasst ihn aufs Schlachtfeld zurückkehren. Ach, der Retzer. Schön. Aber die muss man casten, bevor... Es gibt ja gar keinen Friedhof hier. Agentumknappin. Ah, von der Agentum... Wo war denn die Agentum-Dings? Waren die denn nicht bei... Wo auch UBRS und sowas war? Und LBRS? Waren da nicht die Agentum-Typen? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her mit WoW. Sprengfalle, Geheimnis. Wenn euer Held angegriffen wird, erleiden alle Feinde 2 Schaden. Cool. Für Jäger? Okay, das können nur Jäger nehmen. Ach, das sind nur Schamanen. Ah, okay. Aber wir sind ja Zauberer. Magier. Okay. Ach so, das sind die Magierzauber, die wir extra haben. Frostblitz fügt einem Charakter Schaden zu und friert ihn ein. Was heißt denn einfrieren? Einfrieren. Eingefrorene Charaktere verpassen ihren nächsten Angriff. Nice. So, hier sind unsere Decks. Dann können wir die jetzt zusammenstellen. Das ist ja schon mal ganz gut gemacht. Agentum knapp mit Gottesschild. Nö. 1-1 und Gottesschild. Muss ja wirklich nicht sein. Okay, wann haben wir den hier noch? So, wir müssen hier erstmal was rausnehmen. Und ich glaube, die Kernhunde, die werden sofort weggecastet. Die brauchen wir nicht. Ihre Raketenschützen ist cool, weil die Ansturm hat. Deswegen lassen wir die drin. Kurobashi Berserker kommt auch raus. Brauchen wir nicht. Wir wollen ja schnell Schaden machen. Viele Kreaturen schnell Schaden. Plus Cast dazu. Das ist ja unser Ziel, glaube ich, in diesem Deck. Frostwolfs Kriegsfürst. Kampfschrei. Erhält +1/+1 für jeden anderen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld. Ich glaube nicht. Hier. Der Schildmeister von Senjin. Der ist cool, weil der Spott hat. Die Verwandlung ist auch ganz cool. Verursacht, obwohl die uns gerade nichts gebracht hat, werden die ganze Zeit zweimal vorhanden. Ne?
aber hat nichts Großes rausgebracht. Verwandlung. Verwandelt einen Diener in ein Schaf. Okay. Feuerball ist cool. Schlachtzugsleiter ist cool. Arcana-Intelligenz ist gut. Murloc, Gezeitenjäger. Okay, Murlocs. Haben wir noch mehr Murlocs gekriegt? Nee, ich glaube nicht. Steinhauer-Eva. Voodoo-Doktor. Todesröcheln. Ja, der Beutehamsterer. Todesröcheln. Ein Effekt tritt in Kraft, wenn die Karte zerstört wird. Okay, Blaukriemkrieger. Den haben wir. Den haben wir. Ansonsten haben wir alle Murlocs drin. Ich glaube, wir haben genug kleine Kreaturen. Säurehaltiger Schleim. Zerstört die Waffe eures Gegners. Aber das passiert, wenn er ins Spiel reinkommt, ne? Okay. Blutelfenklerikerin. Kampfschrei. Verleiht einem befreundeten Diener +1/+1. Sie hat immer eine Dose Sonnenbrunnen Energy Drink dabei. ja, nett. 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 Eisenpelz Grizzly mit Spott. Jägerin der Klingenhauer. Ruft einen Eber herbei. Du bist auch mir auch so ein Eber. Schütze von Eisenschmiede. Ironforge. Laden, entsichern, trinken. Schütze von Eisenschmiede. Cool. Silberrückenpatriarch. Haben wir schon. Also gesehen, meine ich. Also wir wollen erstmal Casts hier reinmachen. Warum bin ich hier? Was ist eigentlich der Herstellen-Modus? Kartenherstellung. Wählt eine Karte aus, um mit der Herstellung zu beginnen. Nutzt Arkanstaub, um Karten herzustellen. Entzaubert Karten, um Arkanstaub zu erhalten. Die Kosten sind abhängig von der Seltenheitsstufe der Karte. Nur goldene Karten anzeigen, seelengebundene Karten anzeigen. Okay, Eislanze. Friert einen Charakter ein. Wenn er bereits eingefroren ist, werden ihm stattdessen 4 Schaden zugefügt. Der Trick dabei ist, die Lanze nicht abzubrechen. Ihr habt ansonsten Eisscherben. Eisscherben sind nicht besonders effektiv. Okay, wir können die Karte... Können wir hier irgendwas machen? Wir haben 0. Das heißt, wir können sie entzaubern oder was? Oder wie? Oder was? Bitte? Mana-Würm. Erhält jedes Mal einen Angriff, wenn ihr einen Zauber wirkt. Das ist natürlich cool. Zauberlehrling. Eure Zauber kosten einen weniger. Okay, das ist auch cool. Eisbarriere. Geheimnis. Euer Held erhält 8 Rüstung, wenn er angegriffen wird. Okay, Eisblock. Wenn euer Held tödlichen Schaden erleidet, wird dieser verhindert und der Held wird immun in diesem Zug. Ich kann auch hier. Ich drücke hier jetzt einfach mal drauf. Okay, ich kann hier gar nicht drauf drücken. Das ist eine Epic-Karte. Okay, anscheinend kann ich hier noch gar nichts machen. Im Herstellmodus. Ah! Doch. Ach, das sind meine normalen Zauber hier. Ah, okay, das sind alles meine Basiszauber. Ach, die kann ich jetzt entzaubern. Okay, Agentumknappe mit Gottesschild 1-1. Oh, entzaubern wir einfach mal. Bestätigen. Okay. Abstauben. 95 Arkanstaub erhalten. Er zaubert eine Karte. Okay. Beutehamsterer, Todesröcheln, zieht eine Karte. Ein Effekt tritt in Kraft, wenn die Karte zerstört wird. Ach, weißt du den? Entzaubern wir auch mal. Würfelt immer auf Bedarf. Der würfelt immer B. Ja, cool. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Karten hier entzaubert. Was bist du? Ne, den möchte ich nicht entzaubern. Gucken, was wir hier noch so entzaubern können. Nur goldene Karten anzeigen. Was sind denn goldene Karten? Sind goldene Karten besser oder wie? Gewöhnlich. Seelengebundene Karten anzeigen. Okay. Ach, und jetzt kann ich mir Karten, die ich schon hab, nochmal herstellen, oder wie? Bei der Kartenherstellung. Geschmolzener Riese. 20 Mana kostet er? Der geschmolzene Riese ist zum Beispiel einer von diesen großen Riesen, die am Anfang bei in Molten Core standen. Glaube ich. Ja, ich glaube. Das war nie. Okay.
So, und wie kann ich mir jetzt Karten herstellen? Okay, da kann ich erstellen. Eislanze, friert einen Charakter ein. Ich muss hier nochmal raus. Diese Eislanze, habe ich die denn schon? Frostblitz. Keine Intelligenzverwandlung. Nee, die habe ich nicht. Ah, okay. Das sind also Karten, die ich noch nicht habe. Ich habe ja nur Verwandlung und Feuerball hier und sowas. Okay, was bist du denn hier? Erzmagier Antonidas. Erhaltet jedes Mal einen Feuerballzauber auf eure Hand, wenn ihr einen Zauber wirkt. Legendary ist der. 1600 kostet der. Alter. Legendaries gibt es ja auch schon. Pyroschlag verursacht 10 Schaden. Okay, wir haben momentan nur 100 von dem Arkanstaub. Zauberlehrling. Eure Zauber kosten einen weniger. Der ist natürlich ganz cool. Haben wir viele Zauber im Deck? Wir könnten noch ein paar mehr Zauber reintun. Gucken wir erstmal den Mana-Würm. Erhaltet jedes Mal plus 1 Angriff, wenn ihr einen Zauber wirkt. Das wäre natürlich auch cool, so ein Deck, ne? Wo mit viel Zaubern. Gegenzauber. Wenn euer Gegner einen Zauber wirkt, kontert ihn. Ja, nice. Cancel. Ja, Cancel brauchen wir auf jeden Fall, ne? Wir brauchen Cancel. Gegenzauber. Okay, das war's. Dann haben wir euch schon alles verbraten. An Sachen, die wir hier haben. So, Cancel muss auf jeden Fall rein. Weil er. Nur einmal, ne? Okay. Und den Frostblitz. Packen wir den auch nochmal mit rein. Okay, den Frostblitz haben wir zweimal drin. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Arkanengeschosse. Und da machen wir Schaden mit. Wir haben einen, den kleinen Spotter, der auch ganz cool ist. Wir haben Murloc. Den Damage auf den Gegner ist auch cool. Fügt einen Charakter ein. Okay. Hier ist Schaden und Einfrieren. Das müssen wir erstmal austesten, wie gut das funktioniert. Blaukiemenkrieger. 2 Ansturm. Okay, ja, nice. Hier sind die Murlocs. Okay. Das sind die ganzen kleinen Karten hier bis jetzt. Alles 1 und 2. Das heißt, wir können am Anfang richtig schön Schaden machen. Hier sind Kartenzieher. Kartenzieher sind auch immer gut. Gegenzauber ist auch cool. Schlachtzugsleiter. Eure anderen Diener haben plus 1 Angriff. Okay, er ist der Buffer. Ist gerade gut, wenn man viele kleine Karten im Deck hat. Feuerball passt. Verwandlung ist auch gut. Sport. So, wir brauchen jetzt noch. Wir können nur noch 2 Karten ins Deck packen. Und ich denke, wir brauchen da jetzt noch so ein etwas größeres. So 4er, 5er. Hey, Gottesschild. Wenn diesem Diener das erste Mal Schaden zugefügt wird, wird dieser Schaden ignoriert. Aber er kann ihn trotzdem halt auch Verwandlungen machen auf ihn. Der hat nur 3-3. Ich hätte lieber einen, der Effekt hat. Steht bei einem. Okay, das hier ist der Heiler. Ich hätte lieber was mit Ansturm oder so. Der hier 2-5 Ansturm. Ist ja nicht ganz so prickelnd. Kampfschrei. Er hält +1/+1 für jeden. Ach, den hatten wir ja vorher schon drin. Okay, er hat Spott. Den hatten wir ja vorher schon drin, den Guru Bashi Berserker. Nachkling, er fügt einem feindlichen Helden 3 Schadenspunkte zu. Das ist schon cooler. 4-4. Den kann er auch nicht so schnell töten. Und den Herr der Arena, der hat auch Spott. Aber wir haben ja schon einen dicken Spotter, ne? Genau. Den 3-5er haben wir ja schon als Spotter. Das heißt, wir brauchen jetzt eher einen mit viel mehr Schaden. So wie der irre Raketenschützin. Können wir noch einmal reinpacken. So, jetzt haben wir noch eine Karte frei. Wir könnten noch den Champion von Sturmwind reinpacken. Für 7 Mana. 6-6 und +1/+1 auf alle. Für 7 Mana. Machen wir einfach mal. Okay. So. Gehen wir wieder auf Spielen. So, und wir... Warum nehme ich nicht auf?